Wir sprechen über einen Text von Arnold Gehlen, das gestörte Zeitbewusstsein, der 1963 erschienen ist. Die Frage, aber vielleicht diesmal zweigespalten, warum ein Text von Gehlen, der zu den Regulars des Merkur gehörte, ich glaube fast 30 Texte in 30 Jahren, warum Gehlen und warum dieser Text von Gehlen? Dieser Text von Gehlen, der aus dem Jahr 1963 stammt, finde ich persönlich ein Text aus einer zeitkritisch und kulturkritisch fruchtbarsten Periode, vielleicht in seiner wachsten Periode, als Beobachter der Bundesrepublik. Es ist keiner von Gehlens erheblichen Texten, keiner von den wichtigen, aber eins, in dem viele Motive seiner Kritik an der modernen Industriegesellschaft fast pointillistisch aufblitzen. Oder er ist gut formuliert, er ist sehr elegant formuliert, man kann ihn gut lesen. Man kann den produktiv, nicht den unproduktiven, etwas dogmatischen Konservativen, sondern den produktiven konservativen Kulturkritiker Gehlen in diesem Text, glaube ich, sehr schön vor sich sehen. Ja, vielleicht ganz kurz. Es geht um eine Bestandsaufnahme, die am Phänomen der Beschleunigung festgemacht wird. Er beginnt mit dem schönen Bild, dass man kaum mehr jemanden in der Badewanne wird finden können, der nicht in der Badewanne sofort von irgendwelchen Termindrucksituationen außerhalb der Badewanne eingeholt wird. Das heißt, das letzte, das invertierte Eiland, in dem man vielleicht noch ein wenig Ruhe hat, aber ständig drängt alles an Verpflichtungen über einen hin. Letztlich ein sehr, sehr altes Thema. Ich habe das mal eine Zeit lang verfolgt. Max Nordau in dem legendären Buch Entartung hat schon so eine Zivilisationskritik, die auf diese Beschleunigungsphänomene geht. Bei Gehlen führt es zu welchem spezifischen Ende? Also was ist das Reizvolle daran? Das Reizvolle ist daran, dass es zu keinem spezifischen Ende führt, sondern dass das Thema aufgenommen wird und mit anderen verflochten wird. Es wird aber nicht in einer Form systematisiert oder in einen größeren Theoriezusammenhang eingebettet, sondern mit anderen ebenso erheblichen oder unerheblichen Beobachtungen aus dieser Zeit in Verbindung gebracht. Und alle diese Beobachtungen umkreisen das Leben in dieser damals doch, glaube ich, recht erfolgreichen Bundesrepublik, die wirtschaftlich nur eine Richtung kannte, die sehr stolz war auf die soziale Marktwirtschaft, die eingeführt wurde. Also das war ein hochfunktionierendes und hochfunktionales Land, das er da beobachtet hat. Und wie es so seine Art war, mitten im Optimismus hat er viele Dinge erkannt, die gar nicht gut waren. Was mich wahnsinnig fasziniert hat, ist die Sprache. Ich habe sehr, sehr viel Gehlen gelesen, aber es ist relativ lange her. Und das waren nicht mal eine Seite und es ist sofort der Sound wieder da gewesen. Also es ist ein unglaublich eigenwilliger Duktus und es ist nicht schnarrend, aber es hat was sehr Autoritatives. Ja. Erinnert manchmal an Gottfried Benn von der Wortfügung her. Ja. Mhm. Das ist richtig. Unglaublich klar, ohne terminologischen Schnickschack, aber gleichzeitig so eine seltsame Distanz. Also davon lebt das, glaube ich, oder? Ja, das ist richtig. Jemand hat mal geschrieben, Gehlen sei der einzige Kulturkritiker jener Zeit, den man nicht parodieren kann. Das heißt, er ist in dieser klaren, dann allerdings sich aus stilistischen Quellen der Vorkriegszeit natürlich, und da ist ein bestimmter Sound, Ben, Jünger, also diese ganz klare apodiktische Prosa. Aber er hat keinen Tick gehabt, er hat keine Idiosynkrasie gehabt, die dann in einer bestimmten Terminologie und in bestimmten Formeln sich ausgesprochen hat. Da unterschied er sich vollkommen von Adorno. Was hat dich denn an zu Gehlen gebracht? Das ist ja nicht unbedingt eine Lektüre, die einem in unserer Generation komplett selbstverständlich über den Weg läuft oder für die man sich sehr begeistern kann. Also bei mir war es
die Schriften zur zeitgenössischen Kunst, weil er ein extrem guter Kenner war und jemand, der deutlich sachhaltiger als etwa Sedlmayr konservative Positionen vertreten hat, aber gleichzeitig eine unglaublich feine Analytik, und der wusste halt wahnsinnig viel, hat am Material gearbeitet. Das ist wirklich. Na, du hast das Stichwort schon genannt, ich glaube, das ist Sachhaltigkeit. Gehlen war ein extrem guter Phänomenologe. Also jemand, der bei aller Persönlichkeitsstruktur, die uns bizarr erscheinen mag, doch sehr wach war und sehr neugierig war und den Leuten wirklich was abgelauscht hat und sehr genau hingeguckt hat, was die Leute bewegt und was für Zwängen sie unterliegen. Und da unterschied er sich vollkommen von Adorno, der kein guter Phänomenologe gewesen ist, der sich bei allem analytischen Furor sehr wenig in die Gesellschaft dieser Zeit hineinbegeben hat. Er hätte sich wahrscheinlich eher dann doch an den Schreibtisch oder ans Klavier gesetzt und das Nicht-Identische gesucht. Aber gab es für dich eine Gehlen-Begegnung? Also aus welcher Zeit deiner Lebenszeit resultiert ist? Ist das eine Begegnung während der Studienzeit gewesen oder später? Wann kommt diese Entdeckung? Das ist schwer. Ich glaube, alle, weil dieser Sound so eingängig ist, fällt es schwer zu sagen, dass da habe ich angefangen. Also es gibt kein Gehlen-Erlebnis in dem Sinne, wie es ein Adorno-Erlebnis gibt. Man kann sich wahrscheinlich sehr gut erinnern, wenn man die Minima Moralia zum ersten Mal gelesen hat, aber wenn man den ersten Gehlen-Text gelesen hat, der fliegt einem so zu und ist dann präsent, genau wie du gesagt hast. Nein, Gehlen ist nicht interessant, für mich nicht interessant gewesen als Konservativer der frühen Bundesrepublik, sondern eher als, wie gesagt, wacher phänomenologischer Skeptiker. Und vieles, wenn man diese Einlassung von ihm nicht liest als eine Art autoritären konservatistischen Rap, sondern wenn man ihn liest als Kommentar, skeptische Kommentare zur Zeit, dann ist er viel eingängiger und man kann auch Gehlen gegen Gehlen lesen. Also ich kann mich gut erinnern, ich habe Urmensch und Spätkultur gelesen, weil ich mich für Anthropologie interessiert habe. Ich kenne, glaube ich, eher diese zeitdiagnostischen Texte nicht wirklich. Ich kenne irgendwie dieses sehr interessante Radiogespräch mit Adorno, dieses Gipfeltreffen. Ich fand den Text jetzt wirklich zeitdiagnostisch, das ist eigentlich genau das richtige Wort dafür, aber nicht nur in einem guten Sinne, weil ich eben nicht sehe, dass er irgendwo besonders genau hinguckt. Also das sind so Tendenzen der Zeit, die er beobachtet. Kann man phänomenologisch dazu sagen, es ist jedenfalls nicht wirklich empirisch in irgendeiner Weise. Ich meine jetzt gar nicht, dass er nicht Umfragen macht, aber ich finde auch nichts daran auf eine Weise spezifisch, die mir diesen Text heute besonders interessant macht. Also diese Beschleunigung ist an sich kein besonders origineller Befund, aber zu sagen, Beschleunigung beruht auf etwas, was mit Informationsflut zu tun hat, auf mit Information einhergehenden Entscheidungsbedarf, eröffnet gewissermaßen Zukunft als zwingenden Entscheidungsraum für das Subjekt, impliziert Vernetzung der Informationsquellen, aber auch der sozusagen Steuerungsinstanzen der Gesellschaft. Da wird schon eine globale Situation sozusagen avant la lettre geschildert, und zwar natürlich nicht so, wie wir das tun würden, sondern so ein bisschen verschoben. Der hat ein paar Dinge anders wahrgenommen. Aber Sie haben recht, empirisch ist das natürlich nicht, genau wie Gehlen kein wirklich scharfer Systematiker gewesen ist. Aber es ist interessant, weil was ich trotzdem finde, anders als bei Nordau, wo ich jetzt persönlich, wahrscheinlich gibt es auch noch Texte, die da davor sind, aber das ist irgendwann in den 80ern, späten 80ern des 19. Jahrhunderts, da kommen all diese Topoi schon einmal. Was bei Gehlen jetzt neu ist, ist, dass
die Überforderung, also bei Nordau heißt es noch, ja, wahrscheinlich werden wir irgendwann mal einen Menschen haben, der geviertmeterweise Zeitungen lesen kann und Dinge gleichzeitig, Multitasking würde man heute sagen. Und dann stellt sich so vor, wie sich der Mensch langsam daran anpasst, aber es hat noch so einen Geschmack in eine ungewisse Zukunft hinein. Und hier hat man den Eindruck, dass bereits die Expertengesellschaft für Gehlen vollständig selbstverständlich geworden ist. Es geht also um Planungshorizonte. Es geht darum, letztlich auch um, würde ich mal sagen, um eine politische Entmündigung, wenn man es bösartig nähme, oder zumindest darum, ein Bild von Wirklichkeit und politischer Wirklichkeit zu entwerfen, in dem die Entscheidung des Einzelnen, wenn er nicht auf einer höheren Expertiseebene arbeitet, eigentlich nicht mehr so wahnsinnig wichtig ist. Nein. Also im Grunde genommen, lass uns mal machen. Und da zieht er sich sicher in die Expertenriege mit ein. Wenn man es ein bisschen einordnet, gibt es diese anthropologische Phase, die Sie sehr interessiert hat. Dann in den 50er Jahren kommt dieses Motiv der Institutionen und der Dignität von Institutionen ganz stark zum Tragen. Und in den frühen 60ern beginnt er, das ein bisschen aufzulösen und untheoretisch, nämlich phänomenologisch zu werden, indem er das Leben in der, wie er es sagt, Superstruktur von Wirtschaftswissenschaft und Technik zu beschreiben, sieht, dass das Leben oder diagnostiziert, dass das Leben gewissermaßen selbstläufig geworden ist, nicht durch die alten starken Institutionen der selbstverständlichen Verhaltensweisen, sondern durch etwas, was vollkommen neu erfunden wird. Ja, soziale Organisationen, einzelne, der Lauf der Technik. Also im Grunde genommen ist es eine Luhmann-Welt, die er beschreibt. Das sind gesellschaftliche Subsysteme, die differenzieren sich aus. Was interessant ist, ist, was bei Luhmann dann gewissermaßen so fast heiter serien vor sich hin schnurrt, die Welt der Funktionalitäten, wird doch von Gehlen doch noch ganz stark gewertet. Da ist er noch wirklich Alteuropäer und sagt, nein, Gottes Willen, das ist katastrophisch. Dieser katastrophische Unterton ist doch sehr stark da. Und das hat dann auch diese Korrespondenzen dann zu Adorno natürlich begünstigt in jener Phase. Also ich habe wiederum in dem Text das Katastrophische gar nicht so abgelesen. Also man kann das natürlich wissen, wenn man Gehlen kennt. Das fand ich eher das Angenehme hier, dass das, sicher gibt es da Färbungen und ist klar, dass man bestimmte Sachen so lesen soll, die sich auch als Beschreibungen lesen lassen. Das fand ich hier jetzt aber tatsächlich vielleicht gar nicht so auffällig. Vielleicht ist das Wort katastrophisch zu adornitisch, ja? Aber er würde es zumindest negativ werten. Was er sieht und was er beschreibt, ist, dass das Subjekt, das alte Subjekt, das wir aus dem 19. Jahrhundert geerbt haben, abdanken muss. Warum ist das für Gehlen aber ein Problem? Das ist für Gehlen ein Problem, weil er Ethik letztendlich rückbindet an den Einzelnen und sich sträubt dagegen, dass Ethik gewissermaßen so als Begriffskonstrukt Prinzipien bewährt über der Gesellschaft schwebt. Der Einzelne, der aus einer erfahrbaren Gesellschaftlichkeit stammt, der noch eine Tätigkeit hat, die er versteht, der noch in Zusammenhängen lebt, die ihm begreiflich sind. Das ist so ein bisschen das Ideal, was man vielleicht in den 50er Jahren noch haben konnte, bei aller sozusagen bundesrepublikanischen Entwicklung. Aber dann wird ihm klar, dass eigentlich der Mensch und sein Leben ihm entäußert worden sind durch Wissenschaft, Technik und Wirtschaft. Das wertet er ausdrücklich negativ. Also da ist eine Melancholie und eine Verlustgeschichte, die ähnlich wie bei Adorno dann sich auch sozusagen als Motiv in die Kulturgeschichte der Bundesrepublik einschreibt. Was interessant ist, ich gehe davon aus, dass es ein Vortrag war. Es ist im Heft, selbst findet sich kein Hinweis darauf, kein eindeutiger, aber der Duktus ist so, und es ist einige von den Texten, die ich im Vorfeld gelesen habe, 28 sind es, die im Merkur erschienen sind, haben diesen Vortragsduktus. Das sagt auch was über die Beziehung zum Heft und seine eigene Publikationsstrategie. Der hat halt geschrieben ohne Ende, ständig Vorträge, und das war eine der Möglichkeiten, entweder zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk dann zu gehen und daraus noch was fürs Nachtstudio zu machen.
oder zum Merkur. Also sehr viele Vorträge, deswegen gibt es auch ganz wenige gelen Texte, die so Kerntexte sind. Ja. Viel Vorbereitendes, viel so an die Akademie, an eine eine Zuhörerschaft, die ambitioniert ist, aber eben nicht Fachpublikum. Also, er fängt ja wirklich als Wissenschaftler an und als strenger Anthropologe und muss dann aber feststellen, und das hängt auch mit dem Ende der Nazizeit zusammen, dass sich seine Begrifflichkeit so ein bisschen zerbröselt. Er wird im Laufe seines Schreibens immer unsystematischer und seine Begrifflichkeit wird immer verschwommener. Das hat seinen Reiz, wenn man als Kulturkritik schätzt, aber das ist natürlich nicht mehr dann Science. Und nachdem er nicht mehr zurückkehren konnte auf einen großen Lehrstuhl in der Bundesrepublik, sondern immer so an der Peripherie einen Professorenjob hatte, nutzt er, glaube ich, auch die medialen Möglichkeiten dieser sich entwickelnden Mediengesellschaft und wurde natürlich das, was er immer selbst perhorisierte, nämlich ein Intellektueller, ein freischwebender, viel quatschender Intellektueller. Punkt. Gibt es dann überhaupt noch große Bücher von ihm nach, also der Mensch, das dann in immer neuen Auflagen erscheint? Ja, naja, es gibt noch schon also dieses sehr wichtige Knorrige Moral und Hypermoral. Buch, Moral und Hypermoral. Das ist schon, also das ist, wenn man es heute liest, in seinen genauen Beobachtungen, aber auch in seinen krassen Irrtümern schon noch eine bemerkenswerte Lektüre. Also und das, wann ist Zeitbilder? Ich habe es nicht parat, aber irgendwann auch Ende der 60er, Anfang der 70er, oder? Das Buch über die moderne Kunst, das auch wirklich hohes Maß ist, also ist wirklich ganz, ganz großartig. Wir werden uns sicher darüber einig, dass der Text ein guter Einsteiger zunächst mal ist, aber keine Gehlen-Lektüre ersetzt. Was wäre für dich das Buch oder wären die Texte, die du also es gibt, auf die du zurückgreifen würdest? So viel gestaltig und so viel schreiberischer war, gibt es natürlich auch viele Zugangsmöglichkeiten. Persönlich bin anders als Sie an Anthropologie jetzt nicht so schrecklich interessiert und ich würde jetzt die Schriften aus den 40er Jahren nicht unbedingt als erstes mir vornehmen. Mich hat er immer interessiert als eine konservative Stimme in einem, oder eine skeptische Stimme, skeptizistische Stimme, wenn Sie so wollen, in einem doch eher linken Spektrum. Und mich hat auch interessiert, wie kann einer sozusagen intelligent auf 68 replizieren. Und die Wahrheit ist, dass seine Antwort auf 68 nicht besonders intelligent gewesen ist. Und das sagt aber etwas aus über 68 und über die Zeit und über die Möglichkeit von Kulturkritik überhaupt. Was ist denn der Zentralvorwurf? Es gibt noch einen anderen Text, über den wir kurz gesprochen hatten, den wir dem Gespräch auch heute hätten unterlegen können, nämlich über die Intellektuellen. Warum hasst Gehlen das, was er alles tut? Warum hasst Gehlen das, was er tut? Er spielt verhältnismäßig heiter, wie Sie beobachtet haben, mit solchen Motiven, die zwar sozusagen eine katastrophische Entwicklung andeuten, aber die er gar nicht so für vielleicht gar nicht so schlimm hält, weil er immer noch an gewisse Ordnungsmächte glaubt. Und das fällt für ihn aber zusammen 68 mit der Revolte der Jugend. Da wird sein Ton sehr spitz, sehr ungehalten und da kommt dann sozusagen tatsächlich so etwas wie ein habitueller Konservatismus zum Tragen, wenn er nämlich anfängt, dann tatsächlich die Institutionen, die damals alle geschleift werden, noch einmal hervorzuklauben und ihre Substantialität zu behaupten. Und da passiert natürlich, da tappt er gewissermaßen in die Falle des Konservativen, der irgendwann sagen muss, wenn die Welt bewegt ist, egal wie, aber Hauptsache es herrscht Ordnung. Und seine Parteinahme für die Sowjetunion, die Prager Frühling beendet,
ist natürlich ein typischer Irrtum von einem solchen Intellektuellen, konservativen Intellektuellen, der dann, wo dann klar wird, dass da eine gewisse normative Unterbelichtung gewissermaßen in seiner Theoriebildung auch vorliegt. Man kann nicht Institutionen gewissermaßen um ihrer selbst willen der Gesellschaft vorschreiben wollen, ohne zu gucken, was für eine innere Qualität sie haben. Gut, aber wenn man davon ausgeht, und das tut er ja, dass wir, also die Wirklichkeit so komplex geworden ist, dass wir ganz dringend intermediäre Schichten brauchen, die uns diese Komplexität wieder runterbrechen, dann ist 68 natürlich sehr unangenehm, weil es der Predigt des Expertentums dann doch etwas zuwiderläuft, klar. Also ja. Und wir würden über 68 jetzt auch sozusagen in seinem revolutionären Potenzial natürlich viel gelassener urteilen, aber für ihn scheint da tatsächlich so eine ganze europäische Welt und sogar die Ordnung des Kalten Krieges auseinanderzubrechen. Und da wurde er dann doch, der Finger zittrig. Ja. Und ich meine, ein kluger Konservativer wie Luhmann, der braucht tatsächlich ja keinen Institutionenbegriff, keinen emphatischen. Die Institution kommt ja bei Luhmann gar nicht vor. Das ist ja tatsächlich auch keine Institutionenbegriff, weil jeder Institutionenbegriff sozusagen immer noch substantialistisch ist. Genau. Und wenn Sie es sozusagen alles funktional auflösen und sagen, die eine quasi Institution hat ein funktionelles Äquivalent in etwas anderem, dann kommen Sie natürlich immer weiter. Und das ist natürlich auch, Sie sagen jetzt, Luhmann ist ein Konservativer, wahrscheinlich war er dann doch ein eher Liberaler, weil er sagt, in diesen funktionellen Äquivalenten, die sich auftun, gibt es auch immer wieder Freiheitsräume. Darüber müssen wir vielleicht nicht groß reden, aber die müssen wir nicht emphatisieren, aber sie sind da. Sie sind da. Und auch der Wechsel von Funktionalitäten ist sozusagen nicht der Untergang des Abendlandes, sondern etwas, was geschieht. Ja, nee, klar, es kommt immer darauf an, wie man den Ordnungsgedanken, der dahinter steht, nimmt. Also ob das ein emphatischer Ordnungsbegriff ist oder ob man sozusagen links-lumanianisch die Freiheitsräume und eigentlich das Anarchische daran betont. Genau. Vielen Dank.